Schweden und haben mit Braunbären und Elchen gerungen. Und heute ein Kulturschock. Mera Luna! Also, es ist schon wirklich ein extremer Schock, wenn man aus den Wäldern kommt in Schweden. Wir haben dort musiziert auf Gotland. Und dann auf einmal diese Menge von Menschen. Aber jetzt die Geschichte, die ich euch erzähle. Odin kommt am Morgen und lässt Hugin und Munin fliegen, denn er will wissen, was ihr so treibt. Und am Abend, wenn Hugin und Munin zurückkommen, so ist er froh. Aber jeden Tag hat Odin Angst um seine zwei Raben. Hugin und Munin! Thank you.
Das Leben, aber wirklich sind nur drei Dinge wirklich wichtig. Und das ist: Tanzt mit uns, Venus, Wiener Musiker!
Dankeschön. Hey, ein Wind. Was ist das hier? Hab geangelt. Also, Dracula kennt sicher Lieder. Ein guter Freund von uns, Prinz Vlad Draculetsku. Schon tot, aber wenn es dunkel wird, kommt er wieder. Mille, Anni, Passi, Sund. Thank you.
So. Heute haben wir leider nicht so viel Zeit. Wir müssen uns sputen. Aber wir haben uns gedacht, okay, wir spielen ein paar Hymnen, weil ihr habt ja von den anderen Kollegen richtig ein Pfund auf die Ohren bekommen. Jetzt wollen wir für euch spielen etwas ein bisschen Schnelleres. Herr Wirth! Immer noch so laut! We'll be right back.
soll man das hinkriegen? Okay. Also, wir fangen an und dann hören wir einfach auf, weil das Lied ist normalerweise 8 Minuten lang oder so. Bei 3 Minuten hören wir auf. Und ihr singt mit. Hafruhe, Hafruhe, Dänze, Petilje, denn Hafruhe, Dänze, Petilje. Das ist altnordisch und heißt die Meerjungfrau tanzt so gerne. Hey. Normalerweise ist das nicht ganz so schnell, aber wir mussten fertig werden. Vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf diesem Planeten. Die Könige der Spielleute, Corvus Corax.